Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Znüne. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum Znüne begrüßen darf Stefan Sagmeister. Hallo, servus. Hallo. Servus, grüß dich. Ich würde zum Einstieg gleich mit der klassischen Frage anfangen. Unser Format heißt Znüne. Mhm. Das klassische Vorarlberger Znüne, wie man es kennt, mit Leberkässemmel. Wie schaut es denn beim Designer und Künstler wie dem Stefan Sagmeister aus mit dem Frühstück? Bist du ein Morgenmensch? Stehst du schon viel früher auf oder ist es Znüne die Frühstück? Oder spielt das gar keine Rolle in deinem Leben? Also ich bin ein Morgenmensch. Ich stand relativ früh auf, meistens um 6:30. Mhm. Gang dann meistens Rennen. Ich wohne in New York relativ nah an der High Line. Mhm. Ein alter Zug, Zuggleise, die aber im dritten Stock da mhm. sind und die dann Freunde von mir in einem Park umgebaut haben. Dort gehe ich rennen, dort kann man eh nur am 7. rennen gehen, weil danach ist es voll, also da kommst du nachher nirgendwo mehr rein. Und bin dann meistens so um 7:30 oder so wieder daheim, dusch und gang eigentlich erst um 10 ins Geschäft oder um 9:45 oder so, also ins Studio, und habe meistens daheim so vom, würde ich sagen, so vom 8. bis um 10 schaffe ich an Ideen. Mhm. Weil für mich ist es die Ideenschafferei eigentlich das Schwierigste, und das mache ich am liebsten am Anfang vom Tag, mhm. weil ich, wenn ich mit dem Einfachen anfange, dann mache ich das Schwierige nicht. Dann bübst du natürlich. Ja, dann bübst du lieber. Und erstens tue ich gar nichts zum Znüne. Okay. Ich weiß, dass es ungesund ist, mhm. aber ich habe am Morgen einfach keinen Hunger. Und esse ab und zu gerne nichts, ab und zu auch zum Mittag nichts, mhm. und esse am Abend groß. Es ist mir alles klar, dass es nicht so sein sollte, aber so. So ist mein Appetit halt. Mhm. Ja. Soll man es halt auch so lernen, wie es ja. passt. Oder? Ja, ja. Zwingen dazu wäre ja so blöd. Oder? Ja. Aber einen Kaffee oder sowas gibt es schon morgen? Oder? Schon. Ja, ja, also ich trinke sehr viel Espressos. Schon. Ja, ja. Ein Laster, das man haben muss. Oder? Ja. Ja, 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 ja. Jetzt hat man von dir in letzter Zeit sehr viel in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen, was vielleicht in den letzten Jahren davor jetzt nicht so sehr war. Ich meine, klar, in Vorarlberg bist du ein Name, man kennt dich ja bei uns im Land, natürlich logischerweise über die Grenzen hinweg, in der Kunst- und in der Designszene schon seit vielen, vielen Jahren. Der breiten Öffentlichkeit bekannt war, bist du jetzt eigentlich in den letzten Jahren tatsächlich durch zwei Projekte, die mit deiner klassischen Arbeit eigentlich eher weniger zum Tour gehabt haben, nämlich zum einen mit dieser Happy Show und auch noch mit dem Happy Film. Und jetzt mit der Beauty, also mit der Schönheit, mhm. mit der neuen Ausstellung, wo du jetzt gerade hast. Wie hat sich denn das für dich entwickelt? Also sprich, war das am Anfang, wo du mit deinen Projekten angefangen hast, dir klar, dass du jetzt da auf eine andere Stufe gehst im Bekanntheitsgrad, oder hat das da gar keine Rolle gespielt? Das kann ich sagen, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. 0, Josef. Mhm. Das hat angefangen mit der Idee, einen Film über das Glück zu machen. Mhm. Die Idee ist gekommen während einem Sabbatical, wo ich in Bali war, mhm. und wo man gedacht hat, das wäre könnte eine interessante Geschichte sein, weil das braucht einen Haufen Forschung und Research. Und das hat mich auch gemacht, und ich habe gewusst, wenn ich es nur als Privatprojekt mache, dann nehme ich das nicht an. Mhm. Da lese ich ein paar Bücher und damit hat sich die Geschichte, aber das sind auch wirklich Wissenschaftler auf Such und Interview und das wirklich das Thema wirklich richtig behandle. Das wäre wahrscheinlich nur durch, wenn ich ein Projekt draus mache. Und dadurch, dass ich noch nie einen Film gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist nochmal eine interessantere Geschichte. Jetzt würde ich natürlich sagen, dass die beiden Projekte schon relativ viel mit meinem Job zum Tour haben, oder? Mhm. Weil also ich bin gelernter Gebrauchsgrafiker, mhm. oder sage ich mal gelernter Kommunikationsdesigner, mhm. wenn man es jetzt ein kleines geschissener ausdrücken möchte. Und ich glaube, eine ganz zentrale Aufgabe von einem Kommunikationsdesigner ist,
wurscht, ob das jetzt eine kommerzielle Arbeit ist oder nicht kommerzielle, ist, du schaust ein großes Thema an und kommunizierst es. Das. Du bringst es in irgendeine Trichterform oder so, auf einen Punkt oder so, und bringst es in eine Form, wo die Leute das verstanden. Und von dem her ist jetzt natürlich, sage ich mal, jetzt das neue Projekt, Ausstellungen, ein Buch über die Schönheit zu machen, genau das, oder? Das ist ein riesiges Thema, oder? Also größer wie jetzt ein normales, sagen wir mal, ein kommerzielles Thema. Es ist ein größeres Thema, wie wenn ich ein Bier verkaufen müsste. Von dem her auch schwieriger, weil es so wahnsinnig weit ist. Es braucht mehr, viel mehr Entscheidungen, was tun wir denn und was nicht. Und dann natürlich, wie kommuniziere ich es? Wie wird ein Thema, das so groß ist, von vielen, gerade in meinem Beruf, verschmäht ist, oder für viele vielleicht sonst zu philosophisch wäre oder so, das ist ein bisschen zu abgehoben, so insgesamt über die Schönheit zum Reden. Wie bringe ich das auf einen Punkt, dass das interessant wird für ein breites Publikum? Und ein breites Publikum, das ist bei mir oder auch im Studio, ist es uns immer gegangen. Ich habe nie Interesse gehabt, Design für andere Designer zu machen. Ich finde das so langweilig, es gibt so eine insuläre Sache und du wirst, da gibt es immer die Gefahr, dass man es eigentlich für seine Freunde macht. Weil eben durch einen Hofer Design Freunde, und ich fand das immer so ein Klelle. Jetzt muss ich es nicht zeigen, wie man das auf Ferrari da gesehen, so ein Klelle. Needy. Was ist denn da das richtige Wort? Ja, so geschissen. Ja, das ist also, ich weiß schon, was meinst, also ein klein, so, dass man andauernd die Bestätigung von seinen Freunden braucht. So, ja, selbstverliebt. Also dieses bisschen, sich gegenseitig Bauchpinsel, oder sich gegenseitig zeigen, wie super man ist. Es gibt im Kunstbereich sehr viel oder so, dass irgendwer eine Ausstellung macht, die im Prinzip nur für seine Kuratorenfreunde gemacht ist und aufs Publikum vergisst. Ich fand das immer beschissen. Ich fand das so interessant von unseren Musikerkunden oder so, die fanden das genauso beschissen. Wenn du mit dem David Byrne über das redest, der findet Bands, die nur für andere Bands spielen oder Musik, die nur für Musiker gemacht wird. Oder im Englischen heißt es dann so oft so, he's a musician's musician. Ja, fuck you. Das ist alles so, dieser Exklusivsaft. So der Theater, der normale versteht das halt nicht. Das ist halt unser. Ja, und das ist im Prinzip auch, es ist wahnsinnig einfach zu machen, weil ich muss im Prinzip nur mich selber befriedigen. Und es ist viel schwieriger, weil mir immer, also ich fand immer die Leute am bewundernswertesten, die was Gutes machen haben können für ein großes Publikum. Warum bei unserer Arbeit immer so? Je größer, je weiter das Publikum war, desto schwieriger war es. Also selbst jetzt bei Albumcover, es ist schwieriger, ein Albumcover für die Stones zu machen, wo ich weiß, das Publikum ist von einem 9-Jährigen bis einem 90-Jährigen, wie wenn ich irgendwas auch immer, eine ganz spezielle Elektronikband habe, wo ich mit dem Hauptkerl gut schon befreundet bin, die ein ganz enges Publikum hat, wo ich ganz auf das anschaffen kann. Und von dem her hat mich, war es natürlich klar, dass wenn wir irgendeine persönliche Schönheit machen, dass wir auf jeden Fall das für ein breites Publikum ansprechen. Weil ich glaube, jeder, der irgendwas macht, das irgendwas im künstlerischen Bereich zum Tun hat, wurscht, ob das in der Musik ist oder in der Kunst oder in der Grafik, hat natürlich das Bestreben, dass die Dinge, die man macht, einen Sinn haben. Also das ist im Journalismus ja nicht anders, oder? Ich glaube, jeder, der schafft, jeder, der einen Beruf hat, möchte, dass der Beruf einen Sinn hat, dass das stimmt. Und natürlich, wenn jetzt ich eine Ausstellung mache, wo ich eine Richtung habe, und in dem Fall hat es ganz die Richtung von unserer Ausstellung ist, Schönheit ist
nicht so, wie es viele Architekten oder Designer oder Künstler sagen, nur oberflächlich oder kommerziell oder altmodisch oder deppert oder unserer Arbeit nicht würdig, sondern Schönheit ist ganz was Wichtiges, das Teil von uns, von dem ich, was es heißt, Mensch zu sein. Mhm. Und das ist, wenn man die Meinung hat, wie ich sie habe, dann möchte ich das natürlich so vielen Leuten wie möglich sorgen können und sie dafür überzeugen. Und da haben wir mit wahnsinnig vielen, das fängt mit dem Buch an, dass wir versucht haben, es so günstig wie möglich zu machen. Jetzt ist es in Europa leider Gottes für mich Verhältnis zu teurer. In Amerika ist es um einiges billiger. Keine Ahnung wieso, weil wir es sind beide vom gleichen Drucker gedruckt worden, aber also da sind einfach die Vertriebe irgendwie anders. Ja. Aber wir haben das sehr hart dran geschafft, dass das eher für einen Jungen noch erschwinglich ist. Und das Gleiche ist natürlich mit der Ausstellung, auch von der Sprache her, aber auch von dem, wie wir es vermitteln, dass es eher auch vergnüglich ist. Mhm. So, dass das nicht nur Spinat-Essen ist, sondern dass es eher was anzieht. Und das hat, wie man jetzt sieht, sehr gut funktioniert. Wir haben in der ersten 5 Wochen 45.000 Besucher geht im Mack, was für das Haus ein absoluter Rekord ist. Also in den letzten Jahren, ich glaube, seit 1870 hat es keine Ausstellung gegeben, die in den ersten 5 Wochen so viel Besucher geht hat. Also das Ziel, das wir eindeutig gehabt haben, hat also funktioniert. Oh, schau, wenn man das gleich merkt, oder? Ja. Bevor wir jetzt noch im Detail über vielleicht die 2 Projekte, wo wir jetzt schon geredet haben, sprechen, lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wie gesagt, das ist ja erst die jüngste Vergangenheit, dass du mit so großen Ausstellungen rausgehst, aber dein Werdegang und deine Grundprofession ist eigentlich ganz andere. Du hast es vorher schon angesprochen. Vielleicht wurde viel darüber gesprochen, aber dass wir es einfach noch mal kurz gerafft für unsere Zuschauer zusammenfassen. Wie man hört, du bist ein Vorarlberger, also ein Prägerzauber, oder halt da auf die Welt gekommen, da in die Schule gegangen, maturiert und hast dann irgendwann entdeckt, Grafikdesign oder Grafik eigentlich, das ist das, was ich machen möchte, das ist das, was mir taugt und bist dann nach Wien gegangen, studieren. Ja. Und von dort dann tatsächlich schon in jungen Jahren nach New York gegangen. War für dich von Anfang an klar, also nachdem du die Ausbildung gemacht hast oder den Werk praktisch vorzeichnet hast, Österreich, das ist nicht mehr, ich muss weiter aussehen, ich will nach New York? Oder war das in New York schon ein Ziel oder einfach nur, ich muss aussehen in die Welt, um weiter zum kommen da? Also das war nicht klar. Ich würde sagen, ich habe nach der Matura-Reise gemacht mit meinem Schwager nach Amerika und da habe ich mit vielen Sachen nicht viel im Hut gehabt, also wir waren da die ganze Ostküste runter bis nach Florida und New Orleans und nach Chicago auf, jetzt war mir alles wurscht, aber New York hat mir wahnsinnig getaugt. Und in New York habe ich halt irgendwie so das Gefühl im Buch gehabt, da fühle ich mich wohl. Was so wie wenn man sich 10 neue Wohnungen anschaut oder man auf Wohnungssuche ist und eine packt einem. Und das ist die. Das war für New York als Stadt für mich war auf jeden Fall so. Und dann habe ich in Wien studiert und war dort dann Fertigmacher und habe eigentlich keine großen Pläne gehabt. Ich habe nicht richtig gewusst, klar, wir hätten einen Job suchen müssen, das war so in etwa, aber ich habe es nicht richtig überlegt gehabt. Und dann gab es die Möglichkeit für ein Stipendium auch zu suchen und da habe ich bei ihr nebenher auch gesucht und habe das nachher wirklich gekriegt und das war nachher. Zuerst habe ich für Chicago gekriegt, aber Chicago hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich es doch für New York gekriegt. Und das war natürlich eine wunderbare Möglichkeit, oder? Also als 22-Jähriger 2 bezahlte Jahre in New York zum Haar, oder? Wo ich nichts tun habe müssen als Studierer, und zwar Grafik studieren, das ich sowieso super gern gemacht habe und auch gut können habe. Also es waren natürlich 2 Spitzenjahre. Oder? Und dann habe ich es noch ein Jahr verlängern können mit so
Würg irgendwas. Und dann habe ich aber zurückkommen müssen. Das war so ein von Amerika aus ein sehr hoch dotiertes Stipendium, da habe ich wirklich keine Kosten gehabt. Aber das hat, da hat es so eine zweijährige Home Residency Requirement gegeben. Also man hat nachher wieder irgendwie nach Österreich zurückgekommen, die Idee war, die Daheimgebliebenen mit dem Erlernten zu beglücken, was man jetzt selber gerade gelernt hat. Und dann war ich da, habe einen Zivildienst gemacht, das war aber nachher in Wien. Bin nachher nach Hongkong, Hongkong und war dort zwei Jahre, habe dort relativ viel kommerzielle Arbeit gemacht, habe sehr viel darüber gelernt, über viele Dinge, die ich nie mehr im Leben machen möchte, was auch interessant ist, wenn man das relativ, auch relativ schnell in einer übersehbaren Zeit in zwei Jahren alles durchmachen kann. Und bin dann nachher nach New York, habe ein halbes Jahr für einen Held von mir geschafft, für den Tibor Kallmann, und habe nachher mein eigenes Studio gemacht. Genau. Jetzt habe ich in einem anderen Interview gesehen, gerade die Zeit in New York hinausgegangen, also wo du mit dem Stipendium dann warst. Das hat mich da ein bisschen überrascht, dass ich das gesagt habe. Ich meine, du warst natürlich auch tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt dann, oder? Wenn man jetzt überlegt, damals war das, also New York war eine ganz andere Stadt, hast du selber mal gesehen. Also du hast schon gesagt, ich glaube, wenn New York heute noch so wäre wie damals, möchtest du heute nicht mehr dort leben. Ja. Aber der Vorteil war natürlich, dass es damals so leistbar war mit dem Stipendium, oder? Und das hat dir den Vorteil gegeben, hast du in dem Interview gesagt, also es wird stimmen, hoffe ich. dass dir das Stipendium, die dir aber nicht die Möglichkeit gegeben hat, aber wenn du Projekte gemacht hast zum Schaffen, also wenn du was gemacht hast, tatsächlich dort schon qualitativ dir auch das aussuchen zu können, was jetzt natürlich viele Junge nicht können, oder? Wie du siehst, irgendwann musst du schon, dass du Geld verdienst, dass du über die Runden kommst. Hat das mit dazu beigetragen, in der Zeit auch vielleicht Kontakte zu knüpfen und natürlich auch sich einen Namen zu machen, was jetzt ein anderer vielleicht, was man ohne das nicht hätte? Absolut. Hundertprozentig. Und es ist schon so, dass gerade im Design ist es, muss mit der Qualität von Anfang an anfangen. Ich treffe ab und zu ein Designer, der sagt, ja, sie haben jetzt gerade ein Studio aufgemacht und jetzt schauen sie mal, dass sie einfach einmal Arbeit machen, um ein Geld zu verdienen und gute Arbeit können sie dann später machen. Und ich kann einem jetzt schon garantieren, dass mit der guten Arbeit wird nie passieren. Weil du hast, du etablierst dich von Anfang an. Auf irgendeiner Ebene. Und das ist brutal, du kannst von hochabiger, du kannst gut anfangen und immer schlechter werden, aber du kannst nicht schlecht anfangen und es ist brutal schwer, besser zu werden, weil du kriegst die Kunden nicht. Du hast, wenn du mit mittelmäßiger Arbeit anfängst, mein Eindruck in den letzten 25 Jahren war, jede Arbeit, die du machst, kriegt automatisch ein, zwei Nachfolgearbeiten. Entweder von der gleichen Firma oder von befreundeten Firmen von der Firma. Dann auf die Aufmerksamkeit, und die sind immer auf der gleichen Ebene. Wenn du eine schlechte Arbeit machst, kriegst du ein, zwei schlechte Arbeiten dazu. Wenn du gute Arbeiten machst, kriegst du ein, zwei gute Arbeiten. Und aus dem Ding auszubrechen, ist viel nicht möglich, aber brutal schwer. Vielleicht können wir auch noch kurz darauf eingehen, was ist denn deine Arbeit, also deine wirkliche Profession? Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Wie gesagt, du hast ursprünglich, oder nicht nur ursprünglich, Resenteur gemacht, aber du hast tatsächlich ein großer, große Bekanntheit durch deine Plattencover gekriegt. Ich habe da gesehen, ich glaube, eine Plattencover war mit der ausschlaggebend dafür, oder einer der Gründe, warum du überhaupt dich für die Grafik entschieden hast. Ja, das absolut. War dieses Crimson King Album. Ja, war, ja, ja, ja. Also dieses Cover. Finde ich total, persönlich total spannend, weil, wie gesagt, Plattencover, als es noch Vinyl gab, ich weiß das von meinem Vater noch, da gibt es natürlich sensationelle künstlerische Dinge, wo das Cover eigentlich teilweise viel geiler ist, wie die Musik, die da drauf gespielt wird. wo man sich wirklich die Platte mit dem Cover gekauft hat. Aber das ist, und mit dem warst du natürlich auch sehr erfolgreich, hast du mit ganz großer Künstler zusammen geschafft, hast schon zwei Grammys tatsächlich für Plattencover gekriegt, die du gemacht hast. Aber das ist natürlich nicht alles deine Arbeit gewesen. Und das ist schon nach wie vor natürlich, mittlerweile machst du, glaube ich, keine mehr. Ganz genau. Oder? Aber es war auch, das ist natürlich anderes auch dabei, oder? Vielleicht ganz kurz, dass wir mal so einen Überblick kriegen, was hast denn das da Designer zum Sie, also oder Grafiker in der Richtung Sie? Sind das Produktwerbungen?
sind das Kampagnen, sind das Produkte, also Produkte an sich zu designen? Mhm. Was waren denn so am Anfang vor allem das, was du da gemacht hast? Also, wie du richtig siehst, grundsätzlich mit 14 oder mit 15 mal denkt Grafiker, das muss super sein wegen den Plattencovers. Mhm. Weil ich in einer schlechten Band war und habe mir dann Hofer Plattencovers angeschaut und man denkt, wow, das als Beruf zu machen, das wäre ja Spitzenklasse. Mhm. Wo ich nachher Design studiert habe, war mir natürlich dann relativ flott klar im Studium, da gibt es noch einen Haufen andere Sachen. Mhm. Und wir haben im Studium, ich und ein paar befreundete Studenten, haben relativ viel Theaterplakate gemacht. Nachher für das Schauspielhaus in Wien und fürs Ronacher haben wir Kampagnen gemacht für Theaterstücke, war auch ein Spaß. Und dann, wo ich nach Hongkong, wo ich in New York war, habe ich neben dem Studium relativ viel gefreelanced. Mhm. Das war für Restaurants, Hotels, Logos, tutti quanti. Mhm. Denn in Hongkong habe ich sehr viel wirklich kommerzielle Sachen gemacht, also Werbekampagnen auch. Mhm. Ich Cathay Pacific, das steht die Airline von Hongkong, First Class Werbung gemacht, obwohl ich noch nie in der First Class gehockt bin dort. Ich habe für eine Bank, für eine so High-End-Bank, für einen Department Store, so ganz so schon auch Design, also auch Broschüren und solche Sachen und Logos, aber auch Werbung gemacht. Mhm. Und dann im Studio, also das eigene Studio gehabt, haben wir uns schon spezialisiert auf, also das Studio hat einen kleinen Untertitel gehabt, Design for the Music Industry. Weil jetzt hat mir immer gedacht, das ist eine Spitzenkombination, zwei Sachen, die mich sehr interessieren, Design und Musik, bringe ich zusammen. Das hat natürlich nicht gleich funktioniert und dann haben wir auch dort schon andere Sachen dazwischen gemacht. Das hat gereicht von, wir haben dann eine Identity für einen großen japanischen Toilettenhersteller gemacht, bis zu den Blue-Läden, die meine zwei Brüder aufgemacht haben, da in Vorarlberg. Mhm. Und das ist auch heute jetzt noch so, oder? Also wir machen jetzt natürlich auch ganz klassische Grafikdesign-Arbeiten. Mhm. Das fängt das teilweise im kulturellen Bereich. Wir haben gerade ein komplettes Rebranding gemacht für das Jüdische Museum in New York. Mhm. Das gerade von, also wirklich vom Logo bis zur Webseite, bis zu ein paar Produkten, bis zu, wie schaut es aus, wenn du reinkommst ins Museum, bis zu den Mustern auf der Fenster und zum Geschenkspapier. Also das komplette Paket. Komplette Sache, also mit hunderten verschiedenen Elementen. Oder das geht auch in den kommerziellen Bereich. Wir haben jetzt gerade geschafft, eine Strategie für eine Elektroautofirma, für ein großer Start-up, bis zu, wir reden jetzt gerade über Kosmetikhersteller, im Prinzip die Regeln oder die Grundregel bei uns im Studio ist, wir nehmen nur Sachen an, die wir entweder selber verwenden oder verwenden würden, oder wenn es eine Sache ist, die irgendwie spezialisiert ist, die wir nicht selber verwenden, dass wir denken, die hat ein Recht am Leben zum Sehen. Das ist gut, dass es das gibt. Also man sollte auf jeden Fall dahinter stehen, oder was man da macht. Das hat wahnsinnig viele Vorteile für alle Beteiligten. Oder? Klar. Für den Kunden, weil wir uns automatisch dafür interessieren. Mhm. Für uns, weil es, wenn wir Research machen, ist es interessanter Research. Bist natürlich mit Freude dabei, dann oder mit einer ganz anderen Motivation. Für die Leute, für den Kunden, für die, die es sehen, für das Publikum, die waren nicht angelogen. Das ist, und wir müssen nicht lügen, was auch irrsinnig angenehm ist, weil du hast einen ganz anderen Enthusiasmus. Du kannst zu deinem Beruf stehen. Ich glaube, ein großer Teil davon, dass Werber im breiten Publikum so schlecht angeschrieben sind, hat natürlich mit diesem Lügen zu tun, oder? Das ist jetzt nicht große Lügen, aber einfach Leute, die eigentlich eine Katze daheim haben, Hundefutterwerbung machen, oder? Und so tun, als ob sie die Hunde lieben, obwohl sie eigentlich Katzenmenschen sind. So ganz einfache Dinge, die aber natürlich zu schlechteren Produkten führen. Ein Katzenmensch macht schlechtere Hundewerbung und
das aber natürlich bei den Werbeagenturen total weit verbreitet ist, mhm. oder? Da steht niemand ja, dahinter oder so. Das ist noch teilweise ist halt so, man nimmt ja. halt Aufträge, aber ganz genau. halt Geld, oder? Ja. Das ist ja. Ja. Und bei uns ist es ein bisschen einfacher, weil wir kleine Studios sind, wir müssen ja nicht alles annehmen. Mhm. Ja. Das heißt, war das für dich auch wichtig, dass du diese Breite hast? Also sprich, dass man halt immer ja eigentlich, ja, wie du siehst, von der Visitenkarte bis zum gebauten Objekt eigentlich als Macher kann und dass das so immer was anderes ist. Ist das so etwas, was dich nach wie vor an dem Job so interessiert? Ja, es war am Anfang gar nicht so, oder? Also wir haben wirklich gesagt, wir machen Design für die Musikindustrie. Also hast du da klar, ja. Und dann bin natürlich auch relativ flott drauf gekommen, dass das 35. CD-Cover nicht mehr so interessant war wie das erste. Mhm. Oder einfach nicht, weil es ein schlechterer Job war, sondern einfach, weil sich so der Kleine abgenutzt hat, wie sich alles abnutzt. Mhm. Und dann sind wir eigentlich zwangsweise breiter geworden und jetzt immer breiter. Also jetzt eher wie, oder? Das kann passieren, dass man in der gleichen Woche einen Dokumentarfilm, einen Möbelstück, an einer Webseite und an einer Briefmarke schaffen. Oder? Und ich finde das so, oder auch wenn ich es jetzt anders das ist jetzt, wenn ich es nach Kategorie schaue, oder? Aber auch, dass man in der gleichen Woche an etwas Kulturellem oder an etwas Künstlerischem, an etwas Kommerziellem und an etwas was Persönlichem schaffen. Und ich finde das so total in Ordnung und die Trennung dazwischen eher künstlich, oder? Weil, sagen wir so, der allgemeine Markt sieht immer noch, du bist entweder Künstler oder du bist Designer oder du machst was Kommerzielles oder was Künstlerisches. Klar, oder? Aber jetzt ich als Benutzer oder ich als Person, oder? Gang am Morgen ins Museum, danach in den Supermarkt und danach treffe ich ein paar Freunde zum Trinken. Ab und zu mache ich alle drei Sachen gleichzeitig, dass ich im Museumshop hock mit einem Freund, was dort was kauft, mit einem Freund, und man aber noch ins Museum hingegangen ist, mach's gleichzeitig. Und das machen die meisten Leute so und haben überhaupt kein Problem damit. Also ich wüsste nicht, wieso ich es als Marker trennen sollte. Oder? Weil man es als Konsument oder als Mensch automatisch gleichzeitig macht. Ich habe das irgendwie gesagt, stimmt das, weil du gesagt hast, man schaut, dass das ein Ausgleich da ist. Du hast das immer so geviertelt, oder man sieht, dass du das so viertelst. Also so ein Viertel der Arbeit künstlerisch oder rein Kunst, ein Viertel der Arbeit Soziales, ein Viertel der Arbeit Kommerzielles. Versuchen wir das tatsächlich auch so ein bisschen? Ja, also nicht auf die Prozentsatz genau natürlich. Oder so, das verschiebt sich auch klärlich. Oder? Also das ist natürlich klar, in Zeiten, wo jetzt zum Beispiel die Ausstellung eröffnet über die Schönheit, ist die meiste Zeit bei mir dort hineingegangen, oder? Ja. Und ich selber muss sagen, ich habe glücklicherweise eine ausgezeichnete Partnerin, die Jessica Wolsch, die da auch sehr willens ist, relativ viel von der kommerziellen Arbeit zu übernehmen, wo ich nachher vielleicht meine Meinungen dazugebe oder so, aber nicht so unmittelbar involviert bin. Oder? Einfach nicht, weil ich sie uninteressant finde, sondern weil ich halt schon viel davon gemacht habe. Das ist Abnutzungserscheinung, ja. Was ich auch ganz spannend finde bei dir ist, das hat sich natürlich auch, das ergibt sich natürlich auch das, wenn man erfolgreich arbeitet und sich das so machen kann, wobei du ja sagst, das kann jeder machen, ist diese Sabbatical-Geschichte. Du hast es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, aber du hast es tatsächlich irgendwann einmal angefangen zum sagen, alle 7 Jahre nehme ich mir ein Jahr Auszeit. Das heißt, die Gang aus dem Geschäft, Daily Business raus. Du gehst dann tatsächlich auch wirklich weg, also du gehst aus New York weg, du warst in Mexico City, auf Bali, in Vorarlberg, im Bregenzer Wald dann nochmal eine Zeit lang. Ja. Warum ist dir das so wichtig und warum glaubst du, also jeder, der jetzt im Berufslehrer in Brot und Arbeit steht, stellt sich vor, ja super, der kann das natürlich machen, der tut sich da leicht, oder? Aber du hast mir im Interview erzählt, du hast schon mit Leuten gesprochen, also aus allen Bereichen, die das machen können, warum kann das, wenn tatsächlich fast jeder machen. Also, wieso es ich mache, ist, weil es ein Spaß ist. Weil es, wenn ich es richtig organisiere, es möglich ist. Weil ich jetzt dadurch, dass ich halt drei gemacht habe, weiß, wie erfolgreich sie sind. Und bei erfolgreich meine ich, dass es vielleicht Der größte Vorteil, den es mir gebracht hat, ist, dass es meinen Beruf
dass es mir ermöglicht hat, in meinem Beruf heute noch, nach 30 Jahren dabei sein, immer noch als Berufung zum Senden. Dass es nicht nur zum Job war. Ist. Und das ist eine wichtige Sache. Oder eine wichtige Sache. Die, aber es ist auch selbst finanziell erfolgreich. Also, und dort, man, das hat sich halt ausgestellt, das war nicht nie so geplant, aber es hat sich ausgestellt, dass wenn wenn ein Jahr Zeit hast, über etwas nachzudenken, kommt am Schluss was anderes raus, wie wenn du am Abend über etwas nachdenkst. Und dadurch, dass es sonst niemand macht, kommt halt bei uns beim Design was anderes raus, wie bei anderen Designstudios. Das hat quasi, dass wir aus dieser Preisvergleich-Verhandlung raus sind, weil wir machen eh was anderes wie die anderen. Und von dem natürlich auch mehr verlangen haben können. Aber es gibt, also es gibt eine ganze Litanei von Vorteilen. Und ich habe früher immer gedacht, ja, da bin ich in einer speziellen Luxussituation, dass ich es machen kann. Es wird nicht für jeden gehen. Und was in der Zwischenzeit arbeitet, es geht doch für jeden. Und wieso ich das weiß, ist, weil ich irgendwann einmal einen Vortrag über Kalter habe, der auf einer sehr bekannten Webseite gelaufen ist. Also der Vortrag hat in der Zwischenzeit 3,5 Millionen Views, oder? Obwohl er relativ lang ist, 20 Minuten oder so. Und von diesen 3,5 Millionen Leuten, die einen Aktien haben, die einen angeschaut haben, habe ich in der Zwischenzeit vielleicht 100 getroffen. Irgendwann auf einer Konferenz oder so, die halt auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, ich habe dir einen Vortrag gesehen und ich habe das auch gemacht. Und das ist eh klar, dann frage ich natürlich, und wie war es? Und ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Gefühl dafür, wie ehrlich die Reaktionen sind, wenn ich frage, wie war es. Und ich kann da sagen, von den 100 Leuten haben 100 mit glänziger Ögle gesehen, mit glänziger Augen gesehen, super, das Beste, was ich je gemacht habe im Leben. Und von den 100, die waren alle verschieden. Da hat es Leute gegeben mit Riesenfirmen, mit kleinen Firmen, Verheiratete, Nichtverheiratete, mit Kinder, ohne Kinder und wichtig, Reiche und Arme. Man sieht blöd, die haben mit, also ich habe jetzt nicht mit Leuten, muss ich zugeben, nicht, ich habe jetzt nicht mit Leuten geredet aus der dritten Welt. Die mit, also ich rede jetzt, Leute bei uns, waren auch Vorarlberger dabei, aber jetzt sage ich mal in der westlichen Welt, oder? Aber du kannst natürlich, wenn die große Sache ist, die eigene Angst überwinden und organisieren. Weil du kannst natürlich, auch wenn wer sehr wenig Geld hast, in ein Land ziehen für ein Jahr, womit, es gibt viele Länder auf der Welt, wo man mit 200, 300 Euro ohne weiteres einen Monat leben kann. Und wenn also für die Leute, die sich 3.000 Euro sparen können, Gott. Es gibt natürlich auch bei uns Leute, die nicht 3.000 Euro sparen können. Also ich kann jetzt nicht sagen, es geht für absolut jeden. Aber es geht für sehr viel. Für viel mehr, als wie es wahrscheinlich sich denken würden. Ganz genau. Ja, ganz genau. Ja, es ist nicht dieses, ja, mein Gott, der ist bekannt oder der kann das Wort. Das, also, um das geht nicht da. Und wie du richtig gesagt hast, da kann auch was ganz Produktives rauskommen aus dem Jahr. Das machst du ja auch. Also, du hast immer gesagt, also, es ist ja nicht so, dass du dir dann 12 Stunden in den Sonnenstuhl legst jeden Tag und einfach nur so einen Tag in den lebst, sondern du hast ja tatsächlich die Zeit auch genutzt. Aber halt nicht, weil du musst, sondern freiwillig. Ja. Und es ist ja tatsächlich auch eines dieser erfolgreichen Projekte, nämlich der Happy Film eigentlich, genau dort entstanden, wie du vorhin gesagt hast. Absolut. Das war ja auf dem Sabbatical in Bali, wo du damit angefangen hast, oder? Und dann hast du schlussendlich auch umsetzen können. Was ja dann doch mehr Arbeit und Aufwand war, als du dir, glaube ich, ursprünglich gedacht hast, oder? Ja. Darum lass uns so ganz kurz noch jetzt über deinen Film reden, auch wenn das jetzt nicht das aktuelle Projekt ist, aber ich fand das ganz spannend. Ich habe die Gelegenheit gehabt, das letzte Mal habe ich gesehen, letztes Jahr im Sommer vor dem Kunsthaus draußen, in Open-Air, wo du eh auch anwesend warst, wo man noch vorher da waren. Und wenn man da so rundum gehört hat und rundum geschaut hat, ist das ja schon so. Viele Leute haben sich gar nicht gewusst, was erwartet sie jetzt in dem Film. Und inklusive mir übrigens. Und wenn man den Film dann so angeschaut hat, ist das zum einen natürlich ein Film, der über das,
das Glücklichsein oder wie kann man glücklich sein, wie du richtig siehst, schon wissenschaftlich aufbereitet, also mit Zahlen unterlegt ist, oder? Und zum anderen aber auch ein ganz brutaler Seelenstriptease teilweise von dir selber ist. Also eigentlich ist es ja auch, wie soll ich sagen, eine Porträt-autobiografische Geschichte, wo du ja wirklich schonungslos bis ins Privateste eigentlich hineingehst in dem Film. Und dann kommt nur dazu, dass während der Dreharbeiten von dem Film natürlich auch Sachen passiert sind, die alles andere als happy sind. Oder? Also es ist deine Mama, glaube ich, gestorben zu Beginn der Dreharbeiten, oder? Oder Regisseur ist schwer krank geworden oder schwer erkrankt während dem Film und ist dann auch gestorben, oder? Und trotzdem hat er das aber natürlich durchgezogen und fertig gemacht. Darum die Frage jetzt im Nachhinein, wie happy bist du denn und wie viel hast du gelernt oder daraus aus dem Film, was es bedeutet, glücklich zu sein? Also gibt es ein paar Sachen. Also der Film war nicht so persönlich geplant. Oder der war eigentlich der ursprüngliche Plan, war, wir machen einen Film über das allgemeine Glück. Und das hat zwei Probleme gegeben. Das eine war, dass das Glück so wahnsinnig groß ist, dass praktisch alles hingegangen ist. Das zweite war, dass ich kein Experte bin über das Glück. Ich habe Psychologie studiert. Also, wer soll einem Grafiker glauben, wenn der da allgemein über das Glück erzählt hat? Und da war irgendwie der Ausweg, dann reden wir nur über mein Glück. Weil über das bin ich zumindest Experte. Und das hat nachher eine Zeit lang gedauert von dieser Entscheidung, bis ich drauf gekommen bin, oh mein Gott, das wird doch natürlich brutal autobiografisch. Wenn ich nur über mein Glück rede, dann wird das sehr autobiografisch. Im Prinzip eigentlich noch fast ein Film über mich, was ich nie vorgehabt habe am Beginn des Filmes. Und wo ich nachher zum Beispiel jetzt beim Beauty-Projekt extrem froh darüber war, weil bei Beauty, da bin ich ein Experte und die Jessica auch, und da müssen wir nicht so privat werden, oder? Weil da können wir wirklich ein paar allgemeinere Sachen beleuchten und besprechen und eine Meinung dazu haben. Jetzt die zweite Frage, wie glücklich bin ich jetzt? Es geht mir gut. Also es geht mir eindeutig, ich bin wohlauf und fidel. Und auch mit Sachen, auch durch Sachen, die ich durch den Film gelernt habe, muss ich sagen. Speziell jetzt, nachdem der Film schon doch länger abgedreht ist und jetzt auch einen Abstand dazu habe, würde ich sagen, dass die Endaussage vom Film, die ich im Film noch relativ schüchtern bespreche, würde jetzt dreimal unter Strichersäger, nämlich, dass ich versuchen muss, alle meine Beziehungen, die enger wie die weiten, also das geht vom Liebhaber bis zu entfernten Verwandten und Bekannten, versuchen muss, diese Beziehungen auf eine Ebene zu kriegen, die gut genug ist, dass Glücklichkeiten dazwischen rauskommen können, wenn ich sie nicht plane. Und das Gleiche muss ich versuchen mit meiner Arbeit und das Gleiche muss ich versuchen mit irgendwas, was größer ist wie ich. Für viele Leute ist das die Religion oder irgendein Verein zum Umweltschutz oder irgendwas, was es nicht nur mich betrifft. Und wenn ich das schaffe, dann gibt es im Prinzip in allen meinen Hauptbereichen im Leben die Möglichkeit, dass Glück dazwischen rauskommt, dass es entsteht. Und das habe ich, muss ich zugeben, auch bevor ich den Film, oder beim Anfang des Filmens schon gewusst. Okay. Weil ich viele Bücher gelesen habe und eins davor war von Jonathan Haidt, der nachher unser wissenschaftlicher Berater war, und das war sein Ende des Buches. Nur ist halt ein Unterschied, ob du irgendwas im Buch liest oder ob du selber wirklich erfährst und verstehst. Und das bin ich, in der Zwischenzeit ist mir das häufig untergekommen. Das ist eigentlich wahnsinnig viel von dem, was ich sage, aber von dem auch, was andere Designer oder Künstler sagen oder Filmemacher sagen, eigentlich alt schon mal gesehen war. Dass die die Weisheiten der Menschheit, die steht.
Und das Beste, was ich hoffen kann, ist, dass ich eine von diesen Weisheiten oder mehrere in einer neuen Art und Weise persönlich ausdrücken kann, dass es auch wieder andere neu sehen und verstehen können. Mhm. Aber ultimativ muss ich es selber kapieren. Mhm. Und das hat für mich ein 7 Jahre Filmerei gebraucht und noch einen Abstand, dass ich das wirklich kapiert habe. Und richtig kapiert habe ich es am Anfang vom Sabbatical in Mexico City, wo ich an der Schönheit angefangen habe zum Schaffen. Und wo es mir super gut gegangen, also eine neue Stadt, neuer Anfang, Thema hat mich gefreut, es ist mir super von der Hand gegangen, aber es ist mir natürlich auch klar geworden, es ist ein Thema, an das ich glaube, wo ich denke, das hat jetzt wirklich, das wäre etwas, das ist das, an dem ich arbeiten sollte. Mhm. In meinem Alter, in meinem Bereich, mit meinem Können, wo ich zurzeit stand im Leben. Es ist mir klar geworden, es ist größer als ich. Es ist nicht nur mein eigenes Ding, es ist ein viel größeres Thema. Es war mir klar, es ist aber auch meine Arbeit. Und es ist mir klar, ich muss zu dem Thema einen Haufen Leute, die Weite und die Nähe mit einbeziehen, dass ich es überhaupt auf die Reihe kriege. Also im Prinzip fast ein Thema, wo alle die drei Sachen damit zum Tun haben. Und wo man nachher da klar war, auch in Zeiten, wo es schwierig war, ist, und das, wir haben große Schwierigkeiten gehabt, Budget-Schwierigkeiten, Sachen, die nicht funktioniert haben, vor allem ein paar Sachen, weißt, wo so Zeiten, wo gerade ein Haufen nicht funktioniert hat und dann hat es auf einmal kein Geld mehr gegeben und die haben abgesät und das hat nicht funktioniert. Und in solchen Zeiten ist es halt sehr hilfreich, wenn man sich zurückerinnern kann und sagen kann, ich habe mir das Thema selber ausgesucht und ich kann mich noch genau erinnern, in Mexico City, wie mir vorgekommen ist, dass das Thema war, an dem ich arbeiten habe wollen. Sich so praktisch wieder aufzuholen zum Holen, wenn nicht in ein Loch hinein zu kommen. Ganz genau. Oder? Und wenn es nicht so ist, oder? Wenn ich von Anfang an schon gewusst habe, oh mein Gott, die Hundefutterwerbung, muss ich die wirklich machen? Weil die kommt auch in schwierige Zeiten. Klar. Dann muss ich aber nicht meine ganze Existenz hinterfragen und sagen, mein Gott, was mache ich mit meinem Leben? Ja. Also das heißt, das, um das auf den Punkt zu bringen, eigentlich immer wichtig, sich auch mal mit einer Sabbatical zu fokussieren. Wo stand ich in meinem Lehrer? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und geht das alles in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe? Das war für mich ganz wichtig. Wieder mal so ganz wichtig. Der Stopp innehauen praktisch, also vom Gas zum Gehen und zum Sagen, so, halt das mal, wo bin ich gerade? Ja. Was war jetzt das Letzte und wie geht es jetzt weiter? Oder? Ich könnte mir vorstellen, es gibt die Möglichkeit, dass wenn ich nie ein Sabbatical gemacht hätte, dass wir heute noch CD-Covers machen täten und mich wundert, wieso das Geschäft so schlecht geht. Und ich schon denke, oh mein Gott, CD-Covers sind halt nicht mehr das, was sie einmal waren, oder? Ist jetzt halt so, mein Gott, Geschäfte gehen schlecht oder so, aber mein Gott, oder? Also das könnte, weil es ist einfach, ich glaube, das geht nicht nur mir so, das geht vielen so, dass wenn man im täglichen Trott in der Stadt ist, wird ja oft stressig und es gibt einen Haufen Zeug, dass es einfach ist, das größere Bild zum Verlierer und sich mit diesen täglichen Schwierigkeiten auf die so konzentriert, dass man verliert um das, den Abstand verliert und halt auch das nicht richtig hinterfragt, um was geht es einem eigentlich. Und das ist im Sabbatical natürlich viel einfach zum Sein. Einfach schon bisher bei jedem, oder? Bei allen dreien, die ich gemacht habe, die ersten Tage sind immer die besten. Oder? Also einfach diese Möglichkeit, irgendwo zum Sie und irgendwo sie zum Schauen und Wissen, jetzt habe ich ein Jahr. Das ist alles, oder? Vor dir hast. Absolut, okay. Jetzt habe ich ein Jahr, dass ich mit dem ich tue und lassen kann, was ich will. Auch so gewisse Sachen wie, ich habe ja bei allen dreien gedacht, vielleicht beim vierten würde ich es nicht mehr denken, aber ich bei allen denke, ich werde es am Anfang einmal locker nehmen. Also gerade in Bali oder so, oder ein ganzes Jahr in Bali gehabt, ich habe ein super Haus gemietet, mit einem schönen Swimmingpool, Spitzenaussicht, aber man denkt, da wäre ich zuerst einmal, sicher die ersten zwei Wochen, wäre ich einmal sitzen,
die mitgebrachten Bücher lese am Pool und einmal schauen und einen Plan machen. Ich bin am ersten Tag am 7. in der Früh am Schreibtisch gehockt, oben im Studio und habe geschafft. Und zwar nicht, um irgendwen zu beeindrucken, niemand kennt, nicht eine einzige Person. Es hat also niemand gegeben, den ich beeindrucken hätte können mit meinem Fleiß. Ja. Es ist also wirklich, es ist darum gegangen, was macht mir jetzt mehr Spaß? Soll ich einen Pool besitzen mit einem Buch oder möchte ich ins Büro sitzen und mir eine Idee überlegen? Es hat mir mehr Spaß gemacht, ins Büro zu sitzen. Was aber auch dann interessant wieder ist für die normalen Arbeitsjahre, weil viele von den Dingen, wenn ich im Stress war, wo ich mir vorgestellt habe, mein möchte jetzt viel lieber ABC. Einige von denen hat gestimmt, ich hätte viel lieber ABC, aber CDF waren komplett falsch, waren gar nicht so. Ja. Stellt man sich halt so vor, aber ist gar nicht so. Jemand zum Beispiel denkt, wenn ich nur die Zeit hätte, würde ich viel lieber mehr lesen. Ich bin in keinem von den Sabbatical-Jahren mehr gelesen wie unter dem Jahr. Null. Was ich ausgestellt will ich gar nicht. Und auch die Sachen sind interessant. Dass man das über sich lernt. Ja. Oder anderes Beispiel. Ich habe mich dann oft über Kunden geärgert. Oder unter den Jahren. Oder mein Gott, der ist nicht organisiert. Oder die, der Land ist nicht zugelassen und so weiter. In den Sympathical-Jahren hat mich irgendwas anders geärgert. Also es ist nicht so, dass die nicht ärgerst wollen, oder was? Ja. Es hat einfach, hat sich rausgestellt, ich habe irgendwie einen gewissen Grundpegel von Dingen, die mich einfach aufregen. Und das ist in mir und hat mit den Kunden gar nichts zum tun. Weil wo die Kunden weg waren, hat halt irgendwer das Dach repariert soll er das nicht ordentlich gemacht und hat mich geärgert. Also man lernt auch sehr viel über sich selber. Ganz genau. Bei dem Sabbatical ist, glaube ich, noch ein zweiter Punkt, den du auch machst, wo du, glaube ich, sehr viel über dich lernst. Wenn du es noch machst, also ist ein Tagebuch, oder? Also das hat man im Film gesagt, aber das hast du da vorher schon gemacht und du führst es auch weiter. Ja. Das heißt, du schreibst ja wirklich auf. Während dem Film war das ja sehr, sehr analytisch denn auch, also mit Noten vergeben, wie geht es mit da? Wie sehr hilft denn das so, wenn man sich da, oder schaust du da tatsächlich dann noch, was ich, ein paar Tage später inne, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder schreibst du das einfach auf und tust dann einmal? Also das Tagebuch mache ich immer noch, einmal wöchentlich. Relativ wenig Aufwand, ist eine feine Sache. Ich tippe es jetzt, damit ich es gut lesen kann. Also die letzten 15 oder 17 Jahre sind getippt. Das ist einfach interessant, hier und da mal, ich mache es nicht so oft, oder so hier und da mal auf dem Flug, wenn ich nichts zum Tun habe, lese ich ein Tagebuch von 2003. Und das ist interessant zu sehen, ach, das habe ich damals schon gedacht. Oder das habe ich damals ganz anders gesehen. Oder das habe ich damals schon ändert, weil ich habe es immer noch nicht geändert. Ich vergiss Dinge, wie ich über irgendwas gedacht habe. Normal eigentlich, oder? Ja. Und das ist einfach interessant. Und von dem her auch relativ wenig Aufwand. Schrieb vielleicht, ich habe zum Beispiel heute in der Früh habe ich geschrieben, beim Flieger, im Flieger, wo ich hergeflogen bin, das sind 15 Minuten, wo ich sonst irgendeinen Depp der Film anschaue. Also ganz wenig Aufwand. Die Benotung mache ich auch noch. Würde ich jetzt mit meiner Schwester wieder neue Themen aussuchen fürs nächste Jahr. Ich muss zugeben, die letzten paar Monate, ich mache es, aber ein bisschen lahm. Okay. Also ein Klelle, so, da hat sich auch ein Klelle, die, ich mache das auch schon so lang, so jetzt bin ich ein Klelle gewöhnt dran, also ich habe es jetzt nicht sehr beflissentlich gemacht, würde ich sagen. Ja. Habe aber letzte Woche gerade lauter Einser gekriegt. Okay. Also es ist mal so gut gegangen. Es ist mal gut gegangen, ja. Es ist im Prinzip, oder, ich suche mir jedes Jahr 12 Sachen aus, die, mit denen ich irgendwie was machen möchte, verändern oder so, und gebe mir jede Woche eine Note drauf. Also bin ich da oder so? Ja. Bin ich auf Schiene oder? Ganz genau, oder? Besser wäre wahrscheinlich täglich, ist mir gleich jetzt aufwendig, aber es wäre besser täglich. Also ich habe irgendwann bin ich draufgekommen, ich habe es nicht verärmt, aber ich bin irgendwann draufgekommen, der Ben Franklin hat das gemacht, okay. Der hat es täglich gemacht, nicht mit Noten, aber mit schwarzen Punkten. Hat sich ein schwarzer Punkt gegeben, wenn er etwas, was er nicht machen hat, weil er gemacht hat. Das ist, ich glaube, jeder
die meisten Leute machen Neujahrsvorsätze. Mhm. Der Grund, wieso sie nicht funktionieren, ist, weil man sie vergisst. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, das selber nicht zum Vergessen. Mhm. Ja. Dann lass uns zum Abschluss noch über die Schönheit ein bisschen sprechen. Klar. Ich weiß noch nicht, ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen. Ja. Ich habe ein bisschen was gelesen und gesehen, die ist wirklich sehr vielschichtig. Also von Einkaufstüten über einen Raum mit Duft- und Lichteffekten. Ja. Also da gibt es wirklich viel zu erleben. Die Frage, die sich mir da ein bisschen dabei gestellt hat, ist, kann man überhaupt Schönheit definieren? Weil der typische Satz, wenn man hört, ist, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja. Wenn, wenn du sagst, ich finde das schön, werden da 10 andere Leute wahrscheinlich was anderes sagen. Aber gibt es sowas wie die absolute Schönheit? Also irgendwas, wo man sagen kann, auch vielleicht irgendwo belegt, ja, das ist etwas, vielleicht nicht jeder, aber zumindest die meisten Menschen empfinden das als schön. Also eines der Ziele der Ausstellung ist, genau diesen grauenhaften Satz, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, zu widerlegen. Mhm. Der kommt nicht von einem Philosoph, der kommt nicht aus einer psychologischen Untersuchung, der kommt nicht von einem guten Künstler, der kommt aus einer romantischen Komödie vom 19. Jahrhundert und hat sich aus irgendeinem Grund als Meme weiterentwickelt, von niemandem hinterfragt, aber, und das beweisen wir, stimmt nicht. Mhm. Oder? Also es gibt, natürlich gibt es eine individuelle Komponente, ungefähr die Hälfte von dem, was wir in Schönheit empfinden, ist wirklich individuell, hängt davon ab, wie viel wir wissen von unserer Erfahrung, in welchem Kontext wir sehen. Also, das gibt's. Mhm. Aber die andere Hälfte in etwa gibt's Übereinstimmung. Mhm. Durch die ganze Welt, über die Kulturen. Und wir beweisen es in der Ausstellung. Mhm. Auch so im Vortrag, oder ich frage im Vortrag, sage ich 5 verschiedene Shapes her, der Kreis, das Rechteck, das Quadrat, das Dreieck und so, und fragt das Publikum, von Asien bis nach Südafrika habe ich das gemacht, welches ist die schönste Form. Mhm. Überall auf der ganzen Welt gewinnt der Kreis. Mhm. Und zwar massig. Also nicht bei einer Klelle, sondern 60%, 70% von allen Publikums überall findet ein Kreis das Schönste, das Rechteck das Hässlichste. Das Gleiche bei den Farben. Ich zeige die Grundfarben Blau, Gelb, Rot, Grün, Braun und Violett. Mhm. Überall gewinnt Blau, überall verliert Braun. Mhm. Also da gibt es einfach einmal eine Grundsache. Also sieht man schon mal, irgendwas muss da raus. Die ganze Welt unter diesen Sachen findet das Blaue, den blauen Kreis das Schönste und das braune Rechteck das Hässlichste. Mhm. Das ist schon mal schon was, oder? Siehe den Leberkäse, oder? Oder? Da prägen Soderstadt mit der Dinner am schönsten Platz den See, den Zugang zum See verhindern, ein braunes Rechteck, oder? Wenn man das gewusst hätte, hätte man das vielleicht nicht so gemacht, in etwa, oder? Aber es mag nie auch niemanden Leberkäse. Also, ich kenne wenige Leute, Fans davor, ich kenne wenige Leute in Bregenz, die sagen, das finden sie das schönste Gebäude. Noch viel wilder ist, dass, wenn das so wäre, oder? Also der Satz, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, macht ja alles kaputt. Mhm. Weil wenn das so wäre, dann hätte es ja überhaupt keinen Sinn für einen Architekten oder den Designer, irgendeine Schönheit als Ziel zu machen, aber dann ist ja wurscht. Mhm. Wenn jeder was anderes sieht, muss es ja gerne nicht als Ziel machen, aber das ist ja komplett egal. Aber es ist eben nicht so, oder? Es gibt eben eine große Übereinstimmung, bis zur Hälfte. Mhm. Und als letzten Punkt noch, du sagst ja auch, oder ihr sagt ja in der Ausstellung, also machst du jetzt einmal mit deiner Partnerin, Schönheit kann auch oder führt auch zu Glück, und zwar jetzt nicht unbedingt im, wie soll ich sagen, im emotionalen Zustand, sondern das haben wir auch gemacht teilweise, das heißt, wenn Straßenzüge, wenn Gebäude, wenn Lebensumstände, wo Menschen sich aufhalten, jetzt schöner gestaltet werden, gibt es auch glücklichere Menschen, die dort leben. Du hast ja das Beispiel gebracht mit den Bahnhöfen in New York, oder? Mhm. Da gibt es ja tatsächlich Twitter, also Auswertungen, was da getwittert oder in sozialen Netzwerken gepostet wird, und das in der Grand Central
deutlich positivere Tweets oder Dinge stehen, wie im, Sie wollen es dann auch PlayStation. In PlayStation, genau. Ja. PlayStation. Das heißt, auch das wendet damit ein bisschen Sorge, oder? Absolut. Also die Schönheit unserer Umgebung hat Auswirkungen darauf, wie wir uns fühlen und wie wir uns verhalten. Und das lässt sich, das ist jetzt nicht nur eine Behauptung, sondern das lässt sich absolut in Untersuchungen messen. Mhm. Und das ist nicht nur wahr für Architektur, sondern das ist auch wahr für Social Medias. Mhm. Muss schon nur schauen, die funktionalste aller Social Media, Twitter, nirgendwo verhalten sich die Leute so miserabel. Mhm. Und es zieht so miserable Ritter, wäre ich auf Twitter groß, ja. Oder? Wir kennen da einen. Ja. Wie, und das wissen wir alle, wenn du es vergleichst, oder? Die Leute benehmen sich besser auf Instagram. Mhm. Es gibt viel weniger Aggressivität auf Instagram, wie es auf Twitter gibt. Mhm. Und das Gleiche, es gibt, die Leute auf Grand Central sind weniger aggressiv, wie sie in. Wie sie auf Penn Station sind, du siehst auf der Highline, wo ich renne gang oder so, gibt es in den, sie ist schon 8 Jahre alt, immer noch kein einziges Verbrechen auf der Highline, oder? Das geht aber, es geht überall an. Du siehst, in Albanien haben sie einfach in Tirana haben sie die Häuserfarbe angemalt, ist die Kriminalitätsrate abgegangen. Also du siehst, es gibt da unglaublich viele Beispiele davon. In der dritten Welt, im Kleinen und im Großen, im Digitalen und im wirklich Gebauten, wo die reine Funktionalität, man sieht das auch aus den 60er Jahren Wohnblöcken, ist nicht dem Menschen würdig und die Menschen verhalten sich sehr schlecht darin. Und von dem Grund, wieso ja viele von denen sofort wieder, also nach 20 Jahren wieder abbrochen werden müssen, waren die unglaublichen Kriminalitätsraten. Oder? Und wir wissen heute alle, dass wenn die Architekten damals Schönheit als Ziel eingebaut hätten, dann täten die Blöcke heute noch stehen. Aber so sind sie also auch von der Nachhaltigkeit her, oder? Wahnsinnig, also sind sie schlecht. Ja. Und das wäre alles zu verbessern, oder die Funktionalität dieser unter dem Deckmantel des Funktionalismus gebauten Blöcke wäre um vieles höher gewesen, wenn Schönheit Teil des Zieles gewesen wäre. Und das ist auch ein Teil von dem, was wir natürlich besprechen in der Ausstellung und im Buch. Es gibt da einen Katalog oder ein Buch dazu, das man nicht nur in der Ausstellung verkaufen, sondern auch sonst. Das funktioniert auch ausgezeichnet. Ja, das heißt, du bist jetzt natürlich noch mit diesem Projekt beschäftigt und auch unterwegs. Ja. Lass uns doch fragen, gibt es schon Pläne für das kommende Jahr? Also wo du sagst, oder für ein neues Projekt? Weil mein Sabbatical war ja jetzt gerade, das war letztes Jahr. Also das heißt, jetzt folgen ja wieder 7 Arbeitsjahre. 7 Arbeitsjahre, genau. Oder? Ja. Also ich bleibe jetzt derzeit bei bisher sehr mit dem Schönheitsprojekt verbunden. Also ist mir sehr am Herzen und wichtig. Die Ausstellung wird reisen, das ist jetzt bis am 31. März noch in Frankfurt zu sehen, also in Wien zu sehen, geht nachher ab 1. Mai nach Frankfurt, wird aber auch, und wir befinden uns jetzt ja da, im Vorarlberg-Museum, also es gibt auch einen Plan, dass es ins Vorarlberg-Museum in Kooperation mit dem Kunstraum Dornbirn kommt, also wird es auch offensichtlich im Ländle zu sehen sein. Kann man vielleicht auch manchmal die Schönheit, die schlecht in Bregenz, nicht so schlecht, wenn das auch mal ein bisschen was überschreitet. Absolut, also das wäre natürlich auch das Ziel oder so. Also, wir haben jetzt gerade darüber geredet, das wäre natürlich auch eine interessante Sache, wirklich auch mal die Schönheit von Vorarlberg zu betrachten. Mhm. Also von allen Richtungen, oder? Was funktioniert? Also vor allem jetzt, wir wissen alle, dass die Natur in Vorarlberg sehr schön ist, oder? Und wir möchten uns wirklich darauf konzentrieren, auf die vom Menschen gemachte Schönheit. Mhm. Was haben wir in Vorarlberg in den letzten 20 Jahren gebaut oder gemacht? Mhm. Nicht nur gebaut, sondern was haben wir in den letzten 20 Jahren gemacht? Mhm. Was ist schön und was netter? Mhm. Und auch, was von dem funktioniert und was netter? Und gibt es einen Zusammenhang? Oder? Ja, ganz spannende Geschichte. Das ist eine interessante Diskussion. Ja. Auch.
Weil es ist natürlich auch brutal viel Hässliches, oder? Auch in Vorarlberg, oder? Ja, und auch das nicht funktioniert. Mhm. Oder? Aber das ist das, wir werden auch sicher einen Teil von der Ausstellung aus den Beständen oder aus der Sammlung vom Vorarlberg Museum nehmen, weil wir natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass es nicht irgendeine depperte Wanderausstellung ist, die da eins zu eins überall einfach abgestellt wird, sondern das natürlich immer mit großem lokalen Bezug ist. Oder? Ja. Ja, dann sind wir schon sehr gespannt. Super. Super. Sehr fein. Ich bedanke mich nochmal für die Zeit. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass du mich klar hast. Sehr gerne. Ja. Wir werden natürlich dranbleiben. Ich freue mich schon in dem Fall sehr. Spätestens wenn die Ausstellung in Vorarlberg ist, hoffe ich, dass wir nochmal die Gelegenheit haben, dass das dann im Detail auch zum Schauen. Ausgezeichnet. Super. Okay. Okay. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Sehr fein.